Jo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Ja, so ist das Video. Ich würde sagen, dieses Mal gibt es vorweg nicht so viel zu sagen und deswegen würde ich sagen, fangen wir jetzt an, eure Kommentare zu sagen, was ihr so zu sagen habt. Los geht's. Kannst du mal eine Parodie machen? Nein, das ist mittlerweile wirklich ein ziemlich eindeutiges Nein, weil ich erstens nicht singen kann. Zweitens bräuchte ich für diese Songs dann einfach eine Instrumentalversion-Zeugs. Und ich kenne mich aber insgesamt so mit Musik nicht gut genug dafür aus, um sowas zu machen. Sehr cool, freue mich darauf. Das war ein Kommentar zu dem Video, Infovideo zu Harry Potter Relife. Und ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie das ankommt, weil ich es wirklich alleine gemacht habe, weil es was ganz anderes ist, was ich jetzt in letzter Zeit sonst mache und so. Da kommt übrigens jetzt am kommenden Mittwoch ein kleiner Trailer raus und dann am kommenden Samstag kommt die erste Folge von der zweiten Staffel von Harry Potter Relife. Können wir mal zusammen Minecraft spielen? Coole Videos übrigens. Ich heiße bei Minecraft Harry Mopf und du kannst mich ja gerne mal bei Skype anschreiben, da heiße ich auch Harry Mopf. Da können wir dann gerne mal schauen. Das gilt übrigens auch für alle anderen Zuschauer von mir. Ich habe einen offiziellen Skype-Account, wo ihr mich mal gerne anschreiben könnt. Ich finde es echt schlimm heutzutage. Das Internet ist für uns alle Neuland. Ja, es geht mir auch genauso. Also ich finde es wirklich auch nicht so wirklich ganz wunderbar. Ich glaube, da kann man auch wirklich aber nichts anderes machen. Also das wird sowas immer geben und das ist auch eigentlich fast schon normal. Das heißt jetzt nicht, dass es gut ist, aber es wird immer gute Menschen und nicht so gute Menschen sein. Aber irgendwie hat dann jeder auch seine gute Seite oder seine schlechte Seite. Und ich meine jetzt diese Leute, die ich jetzt in dem Video vorgestellt habe, das sind ja jetzt keine bösen Leute, die uns alle versuchen umzubringen oder so. Ich stimme in allen Punkten mit dir überein. Nervig sind auch die erster Schreiber und die, die darauf reagieren. Ja, das freut mich auf jeden Fall, dass du mit mir da übereinstimmst bei dem Video. Und die erster Schreiber habe ich weggelassen, einfach weil es mittlerweile so natürlich ist. Also ich meine jetzt nicht, dass es natürlich ist, dass es gut ist, dass es Leute gibt, die sowas schreiben, aber es ist einfach so klar. Und mittlerweile wird man auch wirklich richtig zugehatet, wie du auch schon selber gesagt hast, wenn man sich über sowas aufregt. Und das stimmt auch eigentlich. Also es hat auch da wirklich keinen Zweck, sich darüber aufzuregen und so. Also ich habe das einfach weggelassen, weil man auch wirklich nicht so viel darüber sagen kann jetzt. Aber im Grunde hast du natürlich recht. Wieso beschwerst du dich über Leute, die sich über Facebook beschweren, obwohl du das selbst auch tust? Zwar nicht auf Facebook, aber es gibt auch ein Video von dir, wo du dich über YouTube beschwerst. Tipp: Man könnte sich den ganzen Tag über Dinge oder Leute beschweren, muss das aber glücklicherweise nicht. Darum höre ich jetzt auch auf. Okay, da muss ich jetzt mal was zu sagen. Also ich habe mich ja nicht speziell über Facebook beschwert. Ich habe mich über die Nutzer von Facebook beschwert. Und so war das auch bei dem Nerven der Dinge an YouTube-Video. Ich habe mich nicht über die Plattform YouTube an sich beschwert, sondern über die Nutzer, die es gibt. Über Leute, die unter YouTube-Videos kommentieren, über Leute, die YouTube-Videos selber drehen und bei Facebook eben auch über Facebook-Nutzer. Und ja, da hast du schon recht, solche Leute wird es immer geben, es wird immer irgendwas geben, worüber man sich aufregen kann. Aber ich wollte einmal mal meine Meinung sagen, meine Top nervenden Dinge an Facebook-Nutzern und wollte einfach hoffen, dass es euch genauso geht. Ich hoffe, du hast es jetzt verstanden, was ich gesagt habe und alles ist gut. Jo, das war es dann auch wieder mit dem Ja, so ist das Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über eine positive Bewertung oder ein Abo freuen. Ja, schreibt doch mal irgendwelche Kommentare in die Kommentare, gerne auch Fragen und sonst irgendwas unter irgendein Video. Ich krieg alles, um irgendwie vielleicht ins nächste Ja, so ist das Video reinzukommen. Und dann würde ich sagen, sieht man sich im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.